sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we'll love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are our childhood dreams. It's how we used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Dreams. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Minimi Sims Paradies. Ich bin die Minimi, das wisst ihr ja. Schön, dass ihr alle hier seid. Heute gibt es endlich wieder eine neue Folge von Familie Junk. Und ich sehe gerade, Annika ist zu Besuch. Ach, wie schön. Na, das ist ein bisschen ungünstig, weil die Mary ist gerade dabei, ja, zu arbeiten. Die macht so ein bisschen Homeschooling. Alles klar, Home Office sozusagen. Fällt gerade ein paar Urteile und lernt dabei noch, Doch. Da steht nicht begonnen, aber sie hat tatsächlich begonnen. Sebastian ist aus unerklärlichen Gründen zu Hause geblieben. Der war schon in der letzten Folge nicht bereit, in die Schule zu gehen heute. Keine Ahnung. Aber er macht gerade ein paar Hausaufgaben. Heute will ich das Baumhaus weiterbauen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und mal gucken, was auf uns so zukommt. Ich wollte das Spiel so machen, dass es halt selbst Geschichte schreibt für mich. Und Hauptsache mal wieder ein bisschen aufnehmen und meinen Kanal wieder vorantreiben. Und ich würde mich bei der Gelegenheit, oh Gott, hallo, sehr über ein Abo und ein Like freuen und natürlich vor allen Dingen über einen Kommentar, da freue ich mich ganz besonders drüber. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er hatte Touristen bestohlen. Die Anklage läuft auf Taschendiebstahl. Wie fällt dein Urteil aus? Ja, klar. Taschendiebstahl. 299.685 Simoleons Kindesunterhalt. Wow. Ja, die Eltern von denen dürfen wahrscheinlich noch blechen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie es zustande kommt. Die sind ja gar nicht mehr wirklich in der Welt. Aber das Geld läuft, das sagen wir natürlich nicht. Nein. Unsere kleine Lucy, Mausi, Putzi, Hasi, Bärchen, Mausig, die hat sich ins Bettchen verzogen. Die war super dolle müde und die macht das dann von alleine. Den Angeklagten wird vorgeworfen, er hätte sich in der Datenbank der Universität gehackt und sich selbst bessere Noten gegeben. Die Anklage lautet auf Computer-Hacking. Ja, schuldig. Alles schuldig. So, wer bist du? Du bist unsere Haushälterin oder wer bist du? Ja, das ist unsere Haushälterin. Wir haben sogar eine Haushälterin. Ich habe das total vergessen. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das war im April irgendwann. Ja, kann man das hier wegmachen? Den direkt da vor dem Haus weg. Super. Ich hatte eigentlich gehofft, dass... Oh, ja doch, die Annika ist inzwischen eingeladen worden und reingekommen. Hey, schön. Da will ich auch mal vorbeikommen. Rede mal mit ihr über heiße Temperaturen. Du musst doch ein bisschen was essen. Freundlich. Interessen, über Geschwisterkind reden. Und wenn du schon hier bist, kannst du das machen. Diese Wäsche machst du mal in die Waschmaschine und das da kannst du weglegen. Irgendwie funktioniert hier gar nichts. Was denn los? Aber plaudern tut er auf jeden Fall und hier kann man... Ach so, okay, du bist zu klein, um zu interagieren. Bist du jetzt bald mal fertig? Da immer noch nicht begonnen. Was ist denn das für ein... Guck mal, der Yannick ist auch mitgekommen. Hallo, Schätzele. Ja, du könntest den, wenn du fertig bist mit der Wäsche, den natürlich auch hereinbitten. Das ist... Sie haben immer das Recht, hier reinzukommen. Aber während die Mary hier so am Arbeiten ist, naja... Hast du starken Hunger? Dir geht's ja wunderbar, sehe ich gerade. Okay, alles gut. Hä? Was machst du? Ja, funktioniert alles einwandfrei. Oh, ja, es könnte sein, dass ich ein bisschen sehr laut bin. Wartet mal, so ist es vielleicht ein bisschen besser. Ja, ich habe auch die Sounds von Sims selbst. Oh, da war noch Wäsche drin. Das ist kaputt. Kann man das ersetzen? Ja, so. Dann hältst die Klappe. Sind beide kaputt. Upsi, upsi, upsi. So, oh ja, okay, das hast du gut gemacht. Und dann kannst du die Wäsche waschen. Da kannst du nichts tun, weil du da nicht drankommst. Ist okay. Ist okay. Du kannst jetzt aber den Yannick begrüßen gehen und die Mary. Hä? Was zur Hölle? Wo bist du? Was läufst du hier rum? Abgeschlossen. Ich werd wahnsinnig. Ohne Scheiß jetzt. Ich weiß nicht, was hier wieder losgeht. Naja, komm her. Komm, ich teleportiere dich mal hier hin. Und dann kannst du den vielleicht reinlassen, weil Sebastian braucht ja 100 Jahre, um mal Geselligkeit-Tipps geben. Guck mal, da hat er die Julia mitgebracht. Der Tyler war das? Okay. Oh, bist du gemein. Was geht denn ab mit dir, Sebastian? Oh. Ey, ehrlich jetzt mal. Stell dich mal respektvoll vor. Jetzt wird es gleich ein bisschen voller. Okay. Er hat auf jeden Fall die Julia mitgebracht. Julia ist die Schwester von Yannick. Oh, das ist ja schön. Oh, Bro, dein Outfit ist echt cool. Oh, dir geht's ja auch ganz schlecht. Oh, Mann. Was machen? Sebastian. Oh, das ist alles heute ein bisschen... wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das hin. Du kannst zusammen kochen mit... Wie wär's, du kochst mal mit der Julia ein bisschen... Ja, ihr kocht was und zwar... Hallo, es hängt wieder ein bisschen. Oh ne, der ist umgefallen. Du kochst gar nicht, sehe ich. Vergiss es. Forget it. Mary, du musst es machen. Eine experimentelle Speise kochen und dann gibt's Honigwaben, Gartengemüsekelch. Für 8 Personen machst du das mal, please. Joey, bis wann arbeitest du heute? Hallo. Bis 19 Uhr, der arbeitet immer so lang, der harte Mann, der arme Mann. Luanelio ist mit einem Schulprojekt. Alle haben sie blöde Schulprojekte, das ist natürlich... Oh. Ach ja, wie wir diese Schulprojekte lieben. Jetzt hat der auch noch Telefon, ja bitte. Nein. Ist noch ein bisschen, das passt jetzt nicht so ganz in die Story hinein. Er hat aber eine hervorragende Leistung und könnte die Highschool abbrechen. Ich sag's ja nur an der Stelle, er könnte, wir machen's aber nicht, weil wir haben eine ganz andere Storyline für ihn parat. So, mein Freund, kannst du ein bisschen Nickerchen kommen? Mach da hier ein Nickerchen, ja, dass du ein bisschen zu dir kommst wieder und du brauchst auch ein Kraftnickerchen. Du gehst ja schon Richtung Bett, das ist okay. Er ist fett soweit, er macht auch schon ganz artig die Hausaufgaben. Oh, Luanelio, mein kleiner Schatz, du bist so ein Süßer. Ja, ich muss mal hier das Mikrofon ein bisschen runter machen, dass du auch einen besseren Ausblick hast. Machst du das jetzt oder machst du es nicht oder machst du es doch oder was geht hier vor sich? Leute, bedient euch. Oh, wow, was geht denn hier? Seht ihr das? Wow. Okay. Da fliegen die Fetzen. Ich muss mal Fotos machen. Ich muss mich da wieder dran gewöhnen, ans Aufnehmen. Ich habe schon so lange nicht mehr richtig aufgenommen. Oh, letzte Woche erst angefangen und davor war es ja von April bis jetzt. Ja, gut, du kannst aber auch trotzdem zum Essen rufen, oder nicht? Zum Essen rufen. Hallo? Hallo? Oh. Ja, die Jungs schlafen jetzt alle. Ihm geht's ja besonders schlecht. Komm, mach nochmal ein Kraftnickerchen. Geh mal Kraftnickerchen machen. Das hängen wir auf. So. Ich weiß nicht, ob du das schaffst, aber es ist auch wichtig. Und du gehst essen. Du brauchst das Kraftnickerchen. Wirklich? Was ist das hier? Hände waschen will er dann. Du hast einen Anruf. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit April angefreundet hast. Ja, ihr wart ja zusammen im Urlaub. Das ist sehr schön. So, der Tyler hat sich jetzt eine Runde hingelegt fürs Kraftnickerchen oder was auch immer. So, Mary, kannst essen. Hast ja jetzt zum Essen gerufen. Vielleicht haben sich unsere Gäste auch schon hingesetzt. Ja, guck mal. Die Annika mit ihrem Liebling... Yannick, da gucken wir später auch vielleicht rein, wenn es noch reicht von der Zeit. Sieht sehr schön aus, das Essen, oder? Annika kommt zu Besuch, die hängt halt schon voll an der Mary. Und wäre es nach ihr gegangen, wäre sie auch hier weiter wohnen geblieben. Aber Mary hat gesagt, du, sorry, mit den vielen Kindern, das wird mir langsam zu viel. Ich muss ja auch ein bisschen gucken, dass ich meine beiden Fälle hier durchkriege. Und ja, mit so viel Babys, ich kann mich bald auf nichts mehr konzentrieren. Sebastian hat ja diese Belastungsstörung und noch anderes, was ihn halt sehr, naja, ausarten lässt zwischendrin. Und er hat ja die Leukämie und das braucht dann ziemlich viel Zeit und Anspruch. Und ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Also, ja, er muss demnächst auch mal weg ins Krankenhaus. Auch Mary hat da... Danke, Mary, dass du mir dann so schön mit in die Karten spielst. Und genau. Spazi, willst du das nicht wegräumen, wenn du schon hier unterwegs bist? Du müsstest dann auch mal bitte auf die Toilette gehen. Und du... Oh, die verstehen sich vor... Entschuldigung, was war denn das? Ich möchte sowas nicht hier sehen. Der Hund muss noch Gassi gehen. Du, Julia, geh mal bitte mit unserem Hund und hör auf, meine Annika anzumachen. Okay, danke, ciao. Das geht nicht. Sowas hier. Oh, der Joey ist zu Hause. Und guck mal. Hi, mein lieber Joey. Ach, guck mal, wie er rauskommt. Der Kleine. Ich muss aufpassen, jetzt nicht zu weinen. Oh, wie schön. Na, mein Schatz, wie war die Schule heute? Und da kommt er auch. Die freuen sich voll, dass er kommt. Oh, ist das süß. Freundlich. Tratsch. Nee. Interessen. Über Interessen reden, ja. Das ist schön. Begrüßt jetzt alle deine Kinderchen. Wange küssen. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass das geht. Nee, Spaßvögel will ich nicht. Das ist blöd. Tiefgründige Gedanken, wichtige Lektion lehren und so. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen um die kümmern. Hast du jetzt... Ja, geh mal auf die Toilette. Da musst du aufstehen. Du müssen aufstehen. Schnell. Ach, ich muss mal wieder diesen Mod holen, wo sie rennen, wenn sie müssen. Das ist so kontraproduktiv, dieses Watscheln. Naja. Ich helfe dir mal nie. So. So, wir füllen das auf. Das ist schon mal gut. Dann kannst du hier schnell duschen. Kurze Dusche bitte. Beeil dich mal auf dem Klo. Du kannst jetzt runter. Komm. Fertig. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich ja. Geh bitte duschen. Ihr hört wahrscheinlich draußen ein paar Kinderchen nebenbei. Ich weiß es ja nicht, aber... Tyler, please go duschen. Ja, wir wollen auch noch mit der Mary drüber reden, dass du die Schule wechseln... Nee, das war ein bisschen... das war ein bisschen zu kurz. Es funktioniert wunderbar hier. Ich sag's ja, ich wollte auch noch das Wohnzimmer ausbauen und so. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch mache oder Lust drauf habe. So, jetzt duscht das sich. Das ist wunderbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ihm ging's ja echt mies. Dann kannst du das hier, kannst du lernen und essen. Das ist auch nicht schlecht. So, die Hygiene steigt. Wir kriegen dich schon wieder in den Bestbereich. Ich weiß gerade, warum es euch so schlecht geht. Naja. Super, jetzt bist du wieder sauber. Komm raus. Komm raus. Jetzt gehst du dahin, isst es und lernst es. Und geht's dir eigentlich gut? Ja, du hättest auch ein bisschen Hüngerchen. Kannst du das dann essen? Was möchtest du denn machen, spaßmäßig? Du kannst hier ein bisschen fahren und Tricks üben. Ja, und du... brauchst Schlaf. Du gehst dann einfach mal in dein Bett, ne, Schatzi? Und der Ben kann richtig schlafen. Der liegt nämlich nur so zum Nickerchen und du gehst richtig schlafen. Genau. So, Tyler, hast du es jetzt endlich mal geschafft zu essen? Nicht so wirklich. Haben wir noch hier was übrig? Dann, oh mein Gott. Ein Gericht nehmen. Das ersetzen wir einfach wieder. Joey, da liegt eine Rechnung, oder? Ist es eine Rechnung? Im Inventar platzieren. Stipendiumsbescheid. Oh, das gehört der Annika. Das brauchst du gar nicht. Okay. Die müssten noch ihre ganzen Schularbeiten machen. Ich meine, es ist erst Montag und die sind schon ziemlich fertig. Du solltest noch mal eine Portion essen und dann ins Bett gehen. Mary, der geht's gut. Die schläft im Bett ganz friedlich. Hat alles getan, was sie tun kann. Ich wollte halt... Oh, wir hatten da gegrillt. Die Annika hat uns was zu essen dagelassen. Ich nehme das mal. Geht es? Nee, kann ich nicht. Schmolz, was ist dann los? Such doch einfach mal nur... Willst du mich verarschen, Tyler? Was ist denn los? Jetzt fällt er auch noch um. Oh, hey. Ich glaube, ich muss nichts mehr dazu sagen. Schlafen. Geht da schlafen. So, jetzt ist 5:19 Uhr. Die Mary ist zumindest mal wieder wach geworden und macht hier gerade ein bisschen Frühstück. Frühstücks allerlei. Der Joey kommt gleich und möchte noch ein Baby machen. Das war ja der letzte Stand. Möchte es zumindest probieren und ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Was ist das hier? Wenn Mary in der Nähe eines Sims ist, den sie verehrt, kann sie dazu inspiriert werden, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Okay, also auf jeden Fall möchte sie frühstücken und er kümmert sich jetzt um die Kleine noch. Die war hier draußen schon am Essen. Die war ja sehr, sehr früh im Bett. Er könnte sich mal um seine Blase kümmern, die Kleine. Geht's jetzt wieder super gut, geht's ihr, weil er hat sich ja gekümmert und er war schon wach, der Tyler und so. Oh, weißt du was? Du könntest hier alle Tierschüsseln füllen und das hier kann ich doch auffrischen. Bestimmt, ja. Und dann kannst du das weglegen und in den Kühlschrank verfrachten oder nicht. Mal gucken, ob er es kann. Ja, weil er ist ja total versorgt. Er könnte noch ein bisschen frühstücken, wenn die Mary fertig ist mit dem Frühstück. Ui, was machst du? Oh, es ist schon wieder kaputt, das Ding. Aber wenn du schon da bist, kannst du ja dann hier wirklich ein Baby machen mit der Mary. Oh, der Luanelio fühlt sich heute nicht gut. Ach, Mäuschen. Es tut mir so leid, dass du krank bist. Oh, du hast Hunger oder was? Und er hat Fieber, ja. Es tut mir leid, Schatz. Legst du dich dann ins Bett und schläfst ein bisschen? Was hast du denn? Kann man da zum Arzt? Der ist krank, der Junge. Was mache ich denn? Kann ich dir Medizin kaufen irgendwie? Oh, dir geht's nicht gut. Du sollst es nicht wegwischen, du sollst dich um dich kümmern. Geh mal hier, Blase und Essen. Der muss in einer Stunde zur Arbeit gehen. Ach Mann, ach nö, jetzt geht die alle. Jetzt gehen die. Okay, das funktioniert heute nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Aber okay. Ja, jetzt habe ich mich so um die Family gekümmert. Jetzt ist wieder diese Zeit, wo es alle in die Schule gehen. Der Luanelio ist es halt krank zu Hause heute bei der Lucy und kümmert sich so ein bisschen gerade um den Haushalt. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber wenn ich als Kind, da habe ich dann flach gelegen. Du könntest hier deine Arbeit dazulegen, so. Und dann kannst du, weil du ja sowieso nicht schläfst, hier vorsichtig arbeiten. Das kann ich mir vorstellen, dass du jemand bist, der dann da vorsichtig arbeitet und dann auf die Toilette. Genau. Er hier geht natürlich in die Schule, er isst noch, du kannst es unterlassen jetzt und musst in die Schule und du musst auch in die Schule. Oh, dem geht's voll schlecht. Oh, mein armes kleines Puppelchen. Rechnungen sind da, das ist ja nur wirklich 2000 noch was. So, die sind jetzt alle unterwegs. Du kannst fleißig arbeiten, du kannst fleißig lernen, du kannst fleißig lernen. Wir engagieren einen Sitter, fleißig lernen und fleißig arbeiten. So, meine Familie ist unterwegs. Der kleine Mann macht hier seine Hausaufgaben. Ich habe jetzt einen Kindersitter engagiert, der hoffentlich vorbeikommt. Hallo, kleine Mausi, kommst du auch? Sag, geh mir nicht so nah. Ich bin vielleicht ansteckend, Maus. Ich gehe jetzt schnell auf die Toilette und dann komme ich wieder, okay? Also nicht weglaufen. Dann sagst du, okay, ich warte dann hier auf dich. Ich warte. Bin ganz lieb und warte auf dich. Und du mach mal deinen Toilettengang. Ja, ich gehe hier auf die Toilette. Und dann komme ich wieder. Das sieht doch gut aus. Immerhin, ich glaube, ihm geht es schon wieder besser. Das Rote ist nämlich weg. Und er möchte die Lucy umarmen. Natürlich darfst du die Lucy umarmen. Die ist so süß, die Lucy, oder? Ich mag die voll. Die kleine Maus. Das sind ja so richtige Geschwister. ESI und Luanelio. Haben beide Joey als Vater. Was geht hier vor? Oh, ja, ich umarmst sie. Ja, okay. Das war jetzt heute wirklich so eine kurze Wir gucken, dass es den Sims besser geht Folge. In der nächsten Folge werde ich... Also es ist halt unter der Woche immer ein bisschen schwierig, die Sims zu spielen. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht gucken, dass ich dann wirklich mal zu Annika gehe, gucken, was die so macht. Hier mit dem Baby. Die wollten ja unbedingt noch ein Baby machen. Da werde ich auch mal gucken, dass dann der Tyler mit seinen Eltern spricht, wegen einer anderen Uni und ja, werde es da vorbereiten, dass er auszieht und so weiter. Gut, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, eine schöne restliche Woche, einen schönen Abend, egal wann ihr das guckt und bleibt happy und gesund, eure Minimi. Ciao!